Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Der Skorpion ist das 8. Tierkreiszeichen im astrologischen Horoskop. Und seine Planeten sind Pluto und Mars. Hier nenne ich seine Charaktereigenschaften. Der typische Skorpion ist analysierend, engagiert, ehrgeizig, intelligent und mutig. Seine Schwächen sind Eifersucht. Er ist misstrauisch, sarkastisch, kompromisslos, nachtragend und unversöhnlich. Der Skorpion möchte am liebsten alles analysieren und den Geheimnissen des Lebens auf den Grund gehen. Seinem Röntgenblick entgeht kaum etwas. Dadurch ist er nicht unbedingt ein angenehmer Zeitgenosse, sondern ein echter Individualist. Vor Herausforderungen hat er keinerlei Angst. Der Grund dafür ist der Mars, der ihn neben Pluto regiert. Dem Skorpion gegenüber sollte man keine Schwächen zeigen. Und wehe, man fordert ihn heraus, wenn er in Kampfstellung ist. Seine unnachgiebige Art sollte man keineswegs unterschätzen. Abenteuer und Romantik? Ja, wonach sucht der Skorpion? Betritt er den Raum, liegt Leidenschaft und Magie in der Luft. Leicht zieht er andere mit seinem Blick in den Bann. In der Liebe mag er es nicht, wenn er im Mittelpunkt steht und er agiert lieber im Hintergrund. Aber er weiß, welche Macht er hat und allein damit ist er zufrieden. Der Skorpion mag es gern, bei seinem Liebsten neue Seiten zu entdecken. Das weckt sein Interesse und stachelt seine Leidenschaft an. Von außen wirkt er cool. Doch das täuscht, denn innerlich brodelt es mächtig in ihm. Weiß man sein Feuer zu wecken, ist seine harte Schale leicht zu knacken. Das allerdings ist nicht einfach, denn er ist Meister der Selbstbeherrschung. Der ehrgeizige Skorpion läuft zur Höchstform auf, wenn er knifflige Probleme lösen kann, an denen sich andere schon die Zähne ausgebissen haben. Dann kann er seine großartigen Leistungen zeigen, zu denen er fähig ist. Skorpione sind tiefsinnige Menschen. Dabei neigen sie leider gern zur Schwarzmalerei. Da, wo andere die Augen verschließen, da sieht der Skorpion hin. Es wäre aber besser für ihn, das Schöne zu betrachten und nicht nur die Abgründe zu sehen. Gut wäre es für die Skorpiongeborenen, sich des Öfteren etwas Schönes zu gönnen und somit die angenehmen Dinge des Lebens genießen zu können. Dann stellt sich das Glück automatisch ein, und zwar so, wie er es liebt. Sein Lebensmotto ist: Ich will den Dingen auf den Grund gehen, mich engagieren. Ich will Intensität. Ja, das sind die Eigenschaften vom Skorpion, meine Lieben, und sein Charakter. Und das nächste Tierkreiszeichen ist der Schütze. Bis dahin herzlichst, eure Diria.